jetzt. Hi there. Hi. Oh mein Gott, ein Mädchen, na? Und damit herzlich willkommen zu Honey Pop mit Bier und Fluffwurps, der gezwungenermaßen nicht hier drin ist. Was war, haben wir schon angefangen? Ja, wir haben schon angefangen jetzt so. Hallo Leute, ich bin's Fluffwurps, hi. Fluffwurps sieht nichts, also er sieht nicht die geilen Schnecken, die mir hier verführen. Aber da Fluff und ich in einer Beziehung sind, ist das ja egal, nur Spaß. Versuch ich, Logo, würdest du vielleicht damit aufhören? Okay, pass auf. Wir haben drei. Das Play up, Junge. Wir haben drei Antwortmöglichkeiten, Fluff, okay? Dieses Mädchen sagt zu uns Hi Sir. Und wir haben ein Screenshot gemacht. Hi Sir, sagt sie. Ja, dann haben Hi Sir. Also Hi Sir. Hallo du. Und wir haben als Antwortmöglichkeit oder What? Wo? Wie? Oder Hi! Hallo! Ja, für Hi, Hello, muss ich sagen, aber wow. Ich glaube nicht, dass das okay. Schlauste wäre. Can I get you to maybe take it down a notch? I'm right here. Oh, sie hat sich jetzt beschwert, dass wir zu laut geschrien haben. Okay, nächstes. Dann haben wir... Tut mir leid, ich weiß nicht, wie man mit ich habe noch nicht so viel mit Mädchen gesprochen, oder? Du bist ziemlich süß, oder? Ich denke, ich bin eine Liebe, ich habe mich in dich verliebt. Was würdest du wählen? Also ich würde sagen, ich denke, du leckst. Ich habe gerade das letzte nicht verstanden. Oh, leck ich wirklich? Bisschen. Okay, also wir haben als Antwortmöglichkeit, ne? Tut mir leid, ich habe noch nicht mit so vielen Mädchen gesprochen. Oder, dass ich sie ziemlich süß finde. Oder, dass ich mich in sie verliebt habe. Sag, dass du noch nicht mit so vielen Mädchen gesprochen hast, Mann. Okay. Well, you're talking to one now, champ. My name is Kyo. Nice to meet you. Oh, sie heißt Kyo. Okay. Und sie sagt, schön uns zu treffen. Cool. Dann haben wir... Kyo, du meinst... wie das Blatt? Kyo, was ist das für ein komischer Name, oder? Oder süß oder so, ne? Oder ich kann mich nicht mehr an meinen Namen erinnern. Ich würde jetzt einfach sagen, einfach nur so aus Protestgründen, ja, ich kann mich nicht mehr an meinen Namen erinnern, aber ich würde sagen, Kyo wie das Blatt. We'll try that again later. Ja. Look, dude, are you gonna be alright? Looks like you're having some trouble holding it together over there. Sie fragt uns, ob alles mit uns okay ist. Und sie denkt so, wir haben Schwierigkeiten, eine Konversation zu halten, ne? So, jetzt haben wir so, oh nein, es ist, ne, oder dann haben wir, was meinst du, ich bin perfekt, oder wir haben dann, nee, bleib ruhig. Was? Ja, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, musst du antworten für mich. What do I mean? Ja, ich würde es einfach flachlegen. Bin mir nicht sicher. Also, bei mir geht das immer so schnell, weißt du? Ich rede nicht viel. I could see how uncomfortable you are right now from space. Wait. You know what? This might actually work. Yeah. Yeah. Oh man, this is your lucky day, buddy. Oh, yeah. Listen, I gotta go. But we'll meet again real soon. Trust me. Oh mein Gott, wir werden uns nochmal treffen. Was sagt sie? Die hat sich gerade von uns verabschiedet. Oh mein Gott, wir haben alles falsch gemacht, Logo. Ich glaube, wir haben verkackt. Hey, ich glaub, you, nicht. Rise and shine. We've got work to do. Ich sehe gerade eine Fee in schönen pinken Tütü und ein pinkes Höschen. Brustgröße C, Alter 365 okay. Jahre, pinkes Haar. Teamspeed legitim. sie zwingt uns gerade aufzustehen, mitten in der Nacht. Wir haben... ich habe gerade den besten Traum. ja, ich komme, ich stehe auf, ich und schlafe weiter ein. Ja, oder? Schlaf rein, Mann. Easy. Okay. Schon entschieden, einfach einschlafen wieder. Scheiß auf die, Mann. Das weckt die dich auch mitten in der Nacht, ganz im Ernst. Denk die, wer die ist. Okay.
Wir haben jetzt als Antwortmöglichkeit, ne, weil sie jetzt gerade uns zwingt, etwas weg, unsere Decke wegzuziehen. Hat sie gerade, haben wir jetzt als Antwortmöglichkeit, Moment mal, wer bist du? Weißt du? Dann, that get up, I'm definitely still dreaming, also ich will nicht aufstehen, ich träume immer noch. Oder, wie bist du hier reingekommen? Ich rufe die Polizei. Also ich glaube, ich würde die Polizei rufen, bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Wenn so eine geile Tusse mit, keine Ahnung, was weiß ich, vor mir steht, würde ich erstmal die Polizei rufen. Ich würde nicht so irgendwie ansprechen, so, hey du, willst du vielleicht ein paar Dinge mit mir machen? Ich nehme das so richtig nicht ernst, weißt du das? Ah, nee, wie gesagt, ich muss nicht also ich, wie gesagt, ich würde einfach, ich würde einfach sagen, bis ich hier reingekommen, durch die Polizei. Dann würde ich mir schnell antworten, habe ich so ein Gefühl, oder? Ja, klar. Ja, gut, dann würde ich das nehmen. Ich habe schon längst beantwortet, statt dass mit der Polizei rufen bin, ne? Ich bin jetzt schon bei der nächsten, bei der drittnächsten Frage. Was sagt die? Ja, sie sollte mich beruhigen, ja. Und ich sollte mich an dieses Gesicht erinnern. Beruhig dich, Digga, ey. Alles gut. Beruhig dich. Beruhig dich, du. Oh, guck mal, sie hat immer ein stylisches Panty. Sie hat einen Schmetterling als Schleife. Yeah. Yeah. Und ihr Kleid wird durch eine Schleife mit einem Herzmedaillon gehalten. Alles klar. Alles klar. Und sie hat einen mehr oder weniger Kragen, der eigentlich total nutzlos ist, mit einem Herzmedaillon. Und sie hat weiße Handschuhe. Also so leichte, so Handflächenhandschuhe. Ich muss sogar ehrlich sagen, diese Handschuhe finde ich sowas von, solche Handschuhe finde ich episch. Also jetzt eine Schuhe klingt oder so. Aber ich einfach nur geil, sei doch ehrlich. Ich finde sowas episch, wenn das sowas Frauen tragen. Tut mir leid. Das ist richtig geil. Na, da wird der Logo horny, Alter. Okay. Sie sagt uns, sie ist eine Fee. Um genau zu sein, eine Liebesfee. Und dann haben wir diese drei Antwortmöglichkeiten. Frage. Was genau ist eine Liebesfee? Okay, bitte, dann so dumm kann niemand sein. Das dann zweitens, tun. Okay, aber Feen sind kein offizielles Ding. Und dann, oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Bring dich um, Typ, wer auch immer diese Dialoge gemacht hat. Töte dich. Ganz im Ernst, Alter, ohne. Ich finde, diese Reaktion auf die Frage, was eine Larve ist, am besten. Ne? Ist denn das? Mein Gehirn sagt mir, ich weiß das nicht. Aber ich wäre so richtig mad, wenn man das nicht wissen würde, weißt du? So richtig mad. Ich werde seinen Kopf abhacken, so. Und dann... Bastard. Irgendwo hin. Was auch immer, reinbucken, wegtreten, keine Ahnung. Ey, was weiß er nicht, was das ist, Alter, ist der dumm. Du hast geraucht. Du redest die ganze Zeit in die Konversation rein, das ist so witzig. Ja, egal. Sag mir, wann ich leise sein soll, sag immer, keine Ahnung. Das ist eigentlich egal, weil man kann ja unten nachlesen, was da steht. Für alle Leute, die nicht so schnell sind mit Lesen, können ja einfach zurückspulen und pausieren. Oder ignoriert einfach Fluffpups Voice. Dann habt ihr auch eure Ruhe. I'm still having a head. Man, you and all the questions. Can't a fairy just help a brother out? We need to get started right away. Tell me, how many dates have you been on? Wie viele Dates hatten wir denn schon? Antwortmöglichkeiten. Definiere Dates. Ja. Dann. Ich glaube, es wäre so richtig der Fluffpups. Dann. Ich meine, du weißt. Ein bisschen. Und dann. Okay, ich glaube, wir haben hier wirklich eine Art Fluffpups. Die dritte Antwortmöglichkeit ist noch besser. Was denn? Ich heiße Fluffpups? Du meinst normale Dates mit physikalischen Mädchen, ne? Nein, weißt du, mit Pokémons. Also,
Ich definiere das Wort Date. Oh mein Gott. Das ist so provokant, weißt du, was ich meine? Das ist einfach provokant. Alright, grab your shit. We're going on a date right now. Someone has to show you the ropes. I know a place nearby that's open pretty late. You'll love it. Or not, I don't care. Fluffy, gehen auf unser erstes Date. Nee, wen bangen wir? Wir bangen noch gar keinen. Wir üben für das Date. Hallo. Ich bin Marcel Davis. Von 1 zu 1. Also zur Erklärung, das brauche ich nicht, das braucht sie ja nicht erklären. Unser Ziel ist, diese Punkte hier unten zu holen und wir müssen, so gesehen, diese Teile, also ihr seht meinen Mauszeiger gar nicht, die roten hier, die ich jetzt gerade hier bewege, das rote, das grüne haben, das grüne hier geht noch und das blaue geht hier noch, das orangene, was wir gerade weggemacht haben, geht auch. Diese Glocken hier sind für uns extra Züge, das macht unsere Punktzahl höher. Das macht unsere Punktzahl niedriger und damit können wir spezielle Items nutzen, die wir gleich, wo wir gleich sogar eins bekommen. Also er kennt das Spiel jetzt schon auswendig. Es ist ja auch nicht schwer zu verstehen, es ist einfach so ein Puzzlespiel. Ja, du kennst es schon auswendig, du hast mir schon erzählt, dass du es 5-6 Mal durchgespielt hast. Wenn du nur da hängst. Es ist ja auch nicht schwer. So, jetzt können wir zum Beispiel diesen Teddy da geben und dann verwandeln sich alle gebrochenen Herzen zu normalen Herzen, die wir natürlich gebrauchen können. So, wir machen jetzt das Date fertig. Wir können hier nicht failen. Ich habe schon es geschafft, einmal zu failen. Ja. Weißt du, wie du es nennen kannst, das Video? Wie denn? Logo der Lore-Expert. Ja. Wenn du das nicht so nennst, dann gehe ich in den Videomanager und nenne das so ein Sketcher. Kannst du machen, probier es. Kommt ziemlich gut voran sogar. Es kommt dann auch. Dann später, das haben wir jetzt noch nicht, aber später kommt es noch dazu, dass die einzelnen Mädchen, die wir daten, nicht besondere Vorliebe haben. Zum Beispiel das rote ist Sexualität, das blaue ist Filtration, das blaue ist Talent, das orange ist Romanz, wer auch immer darauf steht. Und ja, es gibt ein positives und ein negatives halt. Und das positive wirkt halt, dass wir mehr Punkte kriegen und das negative halt, dass wir ein bisschen weniger Punkte kriegen. Normal halt. Nice. Ja. Weißt du, was ich gerade denke? Woran? Du kennst, wie nennt sich Scary Movie? Ja. Big Man! das war Scary Movie 2. Okay. Ja, mit dem Priester. Ja. Aber ich krieg mein Honeybee. Ja. Mein Honigbiene habe ich gerade bekommen. It automatically registers the info of new girls you meet and can even track their location. You can organize your inventory, buy new gifts, upgrade your traits. It's awesome. Ich rape gerade einen Boss auf einem Server. To go over every cool. Feature, but you're a big boy. Alter, scheiß Noob, Alter. Das Dungeon soll mit 4 Personen machen. Ich mach Solo und innerhalb von 1 Minute 30, Bastard. Cool. Learn to play. Or, if you're weird, you can use that button at the top of the screen. Go ahead. Break that bad boy open. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben ja gerade die Honigbiene bekommen, ne? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, sie öffnen. Entweder wir drücken oben auf die Schaltfläche oder wir drücken einfach rechte Maustaste. Und ich würde sagen, damit es auch jeder hört, wir drücken die rechte Maustaste. Und schließen es auch wieder. Mit der rechten. Oh, ich hab mich rausgetappt. Wir drücken auch wieder auf die rechte Maustaste. Okay, great. I think that's it for now. Let's get out there and talk to some bride. So ist das geil. Oh ja. Okay. Great, I think that's fine. Okay, sie sagt uns, wir können rausgehen und ein paar Mädchen daten. Und sagen wirklich Mädchen. Oder wir bleiben hier, chillen und spielen Videospiele. Das wäre meine Antwortmöglichkeit, das wäre einfach. Die kommen einfach zu mir, weißt du? Wie gesagt. Okay, bleiben wir ganz kurz still. I said, let's go talk to some broads. Oder? What's that? I didn't hear you. Did you say hell yeah? Hey, yeah. Like to hear. Now, if you want to meet okay, kann wieder gehen. You gotta go where the hot chicks are. I've done some okay, jetzt sehen, was okay, ist das du? Ist das du entscheiden gleich mal? Girls you're into. We can check out the university, the mall, the gym, the park or the nearby cafe. What'll it be? Okay, Fluff, eine ja. Zahl von 1 bis 5. 5. Good choice, rookie. Okay. Couldn't have picked it better myself. Alright, ready? Get your game face on. Ich jetzt nice.
Wir haben gerade ein. Wir kriegen jetzt uns das erste Girl. Hoffentlich ist es eine rothaarige, hoffentlich Ria-Senpai. Nein, es ist eine Blonde. Okay, Moment mal, das ist auch. Ah, sie ja. Alter 20, Brustkrebs. Alter 20, ungefähr 1,70 groß, Brustgröße ist C. Das ist zu klein, nein, abschieben. Ist es eine Cheerleaderin? Ah, okay, doch, vielleicht darf sie doch noch bleiben. Hab mich umentschieden. Uns ist sogar eine mit den besten Fotos. Also hab ich gut entschieden. Es ist so gesehen eine meiner Lieblingscharaktere im ganzen Spiel. I'd like to try and get a head start this time. Next week? I don't das know. Das random, was man für Leute Actually, bekommt? I have a pounding headache right now. Das random, was man für Personen bekommt? Nee. Yeah, okay. Also, du wusstest jetzt schon vorher, dass du die bekommst. Ja. No, wow. Ist das nicht langweilig, dann das aufzunehmen? Mhm. Weil du hast entschieden. Ja, und mir wird das halt voll kein Spaß machen, wenn ich das Spiel schon komplett kenne. She's cute though. Blonde too. Aber hier geht es um die Boobs. Spaß. Oh, ja. Musst du so oder so zensieren, also. Ja, ja, klar. I'm just a figment of your imagination. Plot twist. Plot twist. Nah, I'm crazy real. Plot twist sectional. Aber du lädst doch wohl die unzensierte Version auf nicht gelistet hoch, oder gerade? Ja, klar, schneid's für dich extra raus, okay? Ach, nein, alles gut. Ich kann's dann zweimal hochladen, ist ja nicht das Problem. Dauert ja nicht lange, ne? Nein, nein. So, jetzt habe ich nicht verstanden, was ich sagen soll, verdammt. Nimm einfach drei. Also, warum los? Wow, das wäre einfach. Wäre es zu vorausgesehen, wenn ich dich auf ein Date frage? Beste Antwortmöglichkeit. Ja, ich hätte das wirklich genommen. Ich sure do. I know this place inside and out. You go past the building here. Nach der Aufnahme muss ich dir eine Story erzählen. You can't miss it. Okay. In die Aufnahme wäre das ein bisschen unpassend. Ich glaube, diese Person wird sich bei mir beschweren. Of course, this place is awesome. My professors are the best. Oh my god, yeah. So crazy. How did you know? I'm on the cheerleading team. The cheer captain, to be exact. My name is Tiffany, by the way. It's nice to meet you. Es ist schön, dich kennenzulernen, Tiffany. Hopefully I'll see you around campus. Ja, ist Tiffany? Ja. No way! You did it! Jetzt kann ich mich dann nicht mehr hau dran aufgehen. Jetzt muss ich meinen Timmy Turner denn, Alter. I gotta admit, I did not expect you to pull that off. Beginner's luck. Don't let it go to your head. By the way, that other chick that was here just a second ago, since she was in range, the honeybee started tracking her location too. So after you're done here with this girl. Übrigens, mein Ping ist mal wieder sehr gut, Logo. Ich habe -1er Ping auf dem Server. And check out the girl finder screen. I'm pumped. You pumped? Yeah, you're pumped. Go get him. Also würdest du nicht auch sagen, ich habe einen recht guten Ping? Ja, natürlich. Okay. Ich muss kurz niesen. Moment. Hedoken bitte. Entmute dich und Hedoken. Okay. Mein Gott. Erwarten so. Einmal Hedoken, weißt du, ich meine einmal. Nee, nicht. Zu viel mehr. Erwartet. Zu viel. You betcha. You wanna get going? Wir gehen auf unser erstes Date, Fluff, mit einem echten Mädchen. Mehr oder weniger echt, aber wuh! Ja, vielleicht ist es dein erstes Date, aber nicht meins. Boah. Armes Opferkind. Okay. Sie mag Filtration, aber verabscheut Sexualität. Das heißt, die Grünen würden uns mehr Punkte geben als die Roten. Oh, yeah. Ich hasse Filtration, Leute. Warum? Weil Filtration eins mit dem wenigsten Punkten bricht von allen. Und das ist so zum Kotzen. Ja, du magst die. Ja, aber nicht das, was sie bevorzugt. Von Charakter her mag ich sie, ja, aber nicht das, was sie bevorzugt. Aber das ist noch ein einfaches Date. Wir brauchen nur 120 Punkte. Sollten wir locker hinbekommen. Hoffe ich. Natürlich haben wir auch eine Rundenbegrenzung, falls das eine oder andere schon gesehen hat. Wir haben maximal 20 Züge. Das heißt, wir sollten auch ein bisschen
clever umgehen mit den ganzen Zügen. Ah, Logo, du kennst dich doch damit aus. Du weißt nicht, wenn die Leute. Na, du weißt es. Also, man kann auch natürlich auch. Man kann natürlich auch ein bisschen Pech haben in den Spielen, also. Ja, wie gesagt, Logo, ich halt einfach mal Maul, mach die mal deine Arbeit so. Ja. Ich besorg uns mal die Chicks. Komm, ist ein Zug. Ich glaube, mein Tablet hat gerade vibriert oder das war das Handy. Das war das Handy. Okay, die Folge ist zu Ende. Gut, wir machen jetzt noch schnell das Date zu Ende und dann eben auch schon zu der nächsten Folge dann. Wir machen jetzt, wenden jetzt aber erstmal das Date. Hat man es gehört? Ja, hat man. Ich möchte bitte, dass du es rausschneidest. Das hat man sowieso nicht gehört, weil das alles so betönt hat. Jetzt sollten wir uns ein bisschen anstrengen. 7 Züge haben wir noch. Oh oh. Logo, ich werde das. Sobald wir 100 Videos haben, kommt ein 100 Videos Special. Von dir? Nee, über dich, über uns alle generell. Okay. Weil das, was du gerade gesagt hast, war schon wieder so einer der besten Moments. Was hab ich denn? Was? Ja, man hat das. Ist so, hat man das gehört? Ja, man hat das gehört. Dann ist so, ja, schneid das raus. Nee, man hat's nicht gehört. Wow, wir brauchen noch einen Punkt, um zu gewinnen. Da haben wir ihn. Ja, Logo, ich habe auch immer Sachen gehört, die ich dann nicht gehört habe. So oder so ähnlich. Bei mir halt immer. Wir haben unser erstes Date geschafft, Leute. Wow. Wow, wow. Yeah. Yeah, yeah. Oh, wir wollen auch beide auf dem Pharma-Markt. Nein, das kommt ja später, Leute. Tut mir leid. Da ist nur mein Traum, einen einzigen Harem zu besitzen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann unterhalten wir uns ein bisschen mehr mit Tiffany und holen uns dann das nächste Chick am den Rad. Okay, na dann. Bis später. Tschüss. Sagst du auch tschüss? Ja, tschüss.